Guten Tag, mein Name ist Klaus Kempe. Ich bin seit dem 01.08.1968 in der Immobilienbranche und es geht darum, die Immobilien als solches zu sehen, was sie wirklich sind. Jeder braucht eine Wohnung und der Immobilienmarkt ist ein spannender Markt, da, ob Sie jetzt eine Mietwohnung suchen oder eine Wohnung kaufen, es geht um Immobilien und es geht auch um Immobilieneigentum. Für wen ist das interessant? Jeder braucht auch in Deutschland eine Altersversorgung. Wir haben das anhand einer Diskussion mit verschiedenen Partnern, aber auch mit einem echten Objekt diskutiert. Und dabei geht es nicht darum, ob Sie jetzt eine kleine Wohnung kaufen können für 68.000 oder davon 10 Stück oder noch mehr, sondern es geht darum, wie Sie die auch für sich und Ihre Altersversorgung einsetzen können. Ich habe dazu anhand eines Beispieles das mit einer Diskussionsrunde einmal vorgestellt und das können Sie sich jetzt mal einfach mal ansehen. Schönen Dank. Ist bei Kapitalanlagen nicht ganz so einfach. Aber es gibt eine ganz alte Formel, die aus der Versicherungsbranche kommt. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere sie kennt. Die heißt AIDA. Nicht das Schiff mit dem Kussmund, also das gibt es auch. Aber die Buchstaben sind die gleichen. A, I, D, A. Die hat sich eigentlich ziemlich bewährt. Und die steht dafür, ist aus der Versicherungsbranche, Aufmerksamkeit, Interesse, Drang zum Handeln, Abschluss. Wenn Sie die Aufmerksamkeit des Kunden nicht haben, können Sie dann Interesse wecken? Nö, der redet über was anderes, Sie reden über was anderes, Sie reden aneinander vorbei, perfekt. Können Sie kein Interesse wecken. Sie müssen also als erstes mal die Aufmerksamkeit des Kunden kriegen. Ja? Was dazu gibt, wenn ich noch ein bisschen was zu sagen. Interesse, ja, bei Immobilien zur Kapitalanlage, woran denn Interesse? Ja, der hat seine Mietwohnung, hat auch mit allem nichts zu tun und er kriegt hinterher seine Rente. Also woran soll er interessiert sein? Naja. Muss ich halt rechnen für den und dann ist er interessiert. Ja, aber um an Interesse zu kommen, müssen Sie aufzeigen, warum man das interessant hat. Sie können nur Nutzen verkaufen, wenn er weiß, was er mit dem Nutzen machen kann. Ja. Deshalb haben wir hier die Grafik, also Mietpreisentwicklung, aber sicherlich auch noch ein paar andere Rentenentwicklungen und so weiter. Und das ist die Argumentation, ohne die es nicht geht, weil wenn Sie da hinterher. Denn wofür steht das D? Können Sie sich das schon vorstellen? Das D steht für Drang zum Handeln. Denn wenn er keinen Drang hat zum Handeln, dann wird er nicht kaufen. Ja? So, und was steht für das A? Abschluss. Natürlich. Ja? Also diese alte AIDA möchte ich so ein bisschen durchgehen und wir haben auch ein paar Folien dazu, mit denen man das weg. Das erste ist natürlich Interesse. Und bei Interesse muss man wissen, dass es da Abstufungen gibt. Auszug aus meinem Buch Managergeheimnisse. Und da gibt es eine kleine Emotion und Verhalten. Man kommt nicht rumhin. Also jemand, der auf Langeweile ist, mit dem können wir sicherlich was diskutieren, aber da kommt auch kein echtes Interesse runter. Ja. Wenn du jetzt auch auf Zorn ist oder Angst oder irgendwas anderes, werden sie nicht zu tun kriegen. Oder wenn er ihrem Thema nicht zuhört. Man kann darüber sehr viel sagen, weil, wie gesagt, darüber ist schon viel geschrieben worden. Wo Interesse anfängt, ist schon relativ weit oben. Und hier reicht es nicht nur, dass er auf Interesse ist. Es kann ja sein, dass er Interesse hat an Fußball, an was weiß ich, an schönen Kleidern, an schönen Autos, an was weiß ich. Aber hier geht es um das Interesse an Immobilienthema. Und da wir in Deutschland eigentlich eine sehr, sehr geringe Eigentumsquote haben, viel geringer als in Griechenland oder in Italien, müssen viel höhere Eigentumsanteile. Selbst in Russland mit 85% der Bevölkerung da Eigentum, in Ruhrgebiet unter 40%. Müssen wir das Interesse an Immobilien erstmal weg. Und das Interesse fängt eben damit an, dass sich jemand alles für dieses Thema interessiert. Du hast es doch nicht. Jeder guckt jetzt nicht vor, deshalb verteile ich das. Weil ich dafür die Chance habe.
natürlich jetzt erstmal nichts mit Immobilien zu tun, sondern das hat einfach mal mit Interesse zu tun. Und wenn Ihnen jemand nicht zuhört und am Thema kein Interesse hat, dann können Sie da vorne stehen und reden wie ein junger Gott, aber da rein, da raus. Das haben Sie alles schon erlebt. Kinder haben die Aufmerksamkeit woanders und da kommt also keine Aufmerksamkeit zu dem Thema. Soweit in Ordnung. Entweder haben Sie Aufmerksamkeit zu tun oder Sie haben sie nicht. Das nächste ist Interesse. Ja, woran denn Interesse? Ja, natürlich hat jemand woran Interesse. Ja, Fußball für die Herren, Verschöpfung für die Damen, an die Textilien und was weiß ich. Immobilien ist da ein relativ, naja, nicht so populäres Thema. Ja? So, womit können wir das auffrischen? Wir haben da ein paar Folien dazu. Also ist auch nicht alles von mir erfunden, sondern Rheinische Post. Deutschland stellt sich als eines der reichsten Länder in der EU dar. Ist das richtig? So, 8,5 Millionen leben auf dem Rentenniveau des Sozialhilfeempfängers. Die Renten, und das ist die Rentenkommission, die schlägt Renten vor bis 2060, die dann ungefähr bei 39,8% des letzten Nettoeinkommens liegen. Da die Leute schon jetzt ein Drittel ihres Einkommens für die Miete ausgeben, haben sie also noch 10% zum Überleben vom Nettoeinkommen. Wir laufen ein Riesenproblem rein. Natürlich wird mit Wohngeld und mit anderen Sachen wird den Leuten ein bisschen geholfen, aber gerade so über den sozialen Niveau. Große Sprünge werden damit nicht gemacht. Jetzt sagen die 8 Millionen waren das Rentner oder? 8,5 Millionen Rentner, die quasi auf dem sozialen Niveau sind. Wow. Ich habe dafür eine schöne kleine Sache mal gemacht vor ein paar Jahren. Echte Werte schaffen. Und jeder hat also ein Konto. Auf dem einen ist Mieteinnahme, Mietzahlung, Steuerzahlung, Geldentwertung. Auf der anderen Seite haben Mieteinnahmen, Steuervorteile, Altersversorgung, Inflationsgewinn. Und da gibt es eine Folie drin, die halte ich für eigentlich die geeigneteste. Weil das allein reicht noch nicht mal mehr. Weil wie viele Zahlen sehen 30 Jahre? Wer das einmal für sich ausgerechnet hat, der weiß, wovon wir reden. So. Denn dann erreichen Sie das Interesse, was Sie brauchen, um überhaupt das Thema anschneiden zu können. Weil wenn das Problem nicht erkannt ist, wie soll da jemand eine Lösung in sich erzählen? Ja? Nur wenn jemand das Problem erkennt, kann er eine Lösung irgendwie sich für die Lösung interessieren. So, und hierbei gibt es bei dieser komischen Berechnung gibt es ein Geheimnis. Das Wichtigste ist nicht, dass Sie das machen, sondern dass der Kunde das selber rechnet mit seiner Analyse. Wenn er das selber berechnet hat, die Zahlen stehen daneben und Sie drücken den Rechner in der Hand, dann kommt er überhaupt weg. Sie drücken den die Berechnung in die Hand, dann wird er anschließend am Thema interessiert sein. Aber dieser Vorgang, der ist sich nichts zu ersetzen. Ja, wenn Sie es ihm ausrechnen, haben Sie schon einen Fehler gemacht. Er muss das für sich und seine Mieter ausrechnen. Die haben es zusammen gemacht. Ne? Ja, wir vor kurzem. Und wie war es? Sehr erschreckend. Das ist die Wahrheit. Es ist erschreckend. Wir haben jetzt eine Krise, 95 hatten wir auch eine. Das ist die Entwicklung der Immobilienpreise, ganz neutral. Ich grüße Sie. Komm, das Objekt. Ja, gar kein Problem. Ich würde auch sagen, wir da auf die Ecke Hose wollen. Den Anfang haben Sie schon verpasst, aber die alte AIDA kennen Sie auch. Ne? Das ist nichts Neues. Und in dieser, das machen wir jetzt so weiter. Du nimmst eins und gibst weiter. Ja. Das ist das, was hier als Grafik da ist. Dass die Preise natürlich in der Krise auch mal etwas runtergehen können, aber längst natürlich nicht so viel wie bei Aktien oder irgendwas anderem. Die Immobilienpreise gehen nur nach oben, kennen so gut wie nur eine Richtung.
Und das warum? Tja, weil das Geld weniger wert wird. Ist nicht meine Erfindung, ist aber so. Rentenkommission, Experten empfehlen keine weitere Anhebung der Renteneintrittsalter und so weiter und so weiter. Wir reden darüber, dass die Italiener, dass es denen so schlecht geht, aber deren Rentenbeginn ist bei 63. Kann man davon auch ja, ja, das ist die ganze Präsentation. Bei uns beginnt es mit 67, in Italien oder 63. Ja. Also, das, was wir hier haben, also bis 25 zwischen 44 und 49 Prozent des Lohns, hängt damit zusammen, dass die jetzt eingezahlten Rentenbeiträge sofort wieder ausgezahlt werden. Das ist kein Rückhalt. Wir reden über Amerika und was da alles schwierig ist, aber die haben wirklich Fonds, in denen Werte drin sind, aus denen die Rente gezahlt werden. Bei uns gibt es das nicht. Das Rentensystem ist in seiner Zeit mal von Bismarck erschaffen worden und hat ein Problem sicherlich gelöst, aber das ist mittlerweile auch ein Problem, was mit mehr Rentnern immer schwieriger wird. In die Luft. Können Sie auch dort auf die Wand reden. Das ist uninteressant. Wenn Ihnen gar nicht zuhören. Sie haben nicht das Interesse und Sie können, Sie haben nicht die Aufmerksamkeit, Sie können nicht das Interesse wecken. Und das Interesse ist bei einer Immobilie zur Kapitalanlage eben ja, die eigene Altersversorgung bzw. die Versorgung in der Immobilie. Ja? So, das ist die Grundvoraussetzung, mit der Sie überhaupt erst in die Qualifizierung von Kunden einsteigen. Drang zum Handeln ist so ein Ding, das sehe ich immer so wie so ein Flitzebogen. Ja? Wenn Sie den Drang nicht groß genug haben, dann fliegt das Fall sofort voll runter. Also muss der Drang so groß sein, dass er wirklich sein Problem verstanden hat. Und dass er wirklich auch sagt, ich möchte etwas daran ändern. Weil das ist die Voraussetzung, sonst hört er Ihnen nicht zu. Weil die Immobilienabwicklung ist keine Abwicklung wie beim Bäcker. 2 Brötchen, 1,30 Euro. Ja? Sondern das ist ein Prozess mit Finanzierung und mit allem drum und dran, der muss sich öffnen. Was haben Sie an Eigenkapital, was haben Sie an Arbeitsplatz, was verdienen Sie und so weiter und so weiter. Wenn das nicht da ist, er nicht darauf dafür bereit ist oder dazu bereit ist, macht die ganze Präsentation überhaupt keinen Sinn. Ja? Präsentieren Sie für Nothing, aber nicht für KI-Apartments. Ja, das ist das Objekt. Sie sehen, hier hat er auch die Bäume schon grün gemacht. Bei den Prospekten sind sie noch nicht grün. Davor hat sich die Frau Franken beschwert. Machen wir beim nächsten Mal ein bisschen grüner. Oberhausen. Ja, genau das hier. Das hier. So, also wir haben es vor 1,5 Jahren gut gekauft. 2 Jahre schon bald wieder. Ja, und aufgeteilt jetzt in Wohnungseigentum. Abgeschlossenheitsbescheinigung ist da, Teilungserklärung ist da, alle juristischen Voraussetzungen für den Vertrieb sind da. Wir gehen damit jetzt gerade in den Vertrieb, haben insgesamt 28 Einheiten. Stimmt doch, ne? 28 Einheiten, genau. Die fangen bei 68.000 an für die kleinste Wohnung, 28 Quadratmeter. Das ist ein 72er Bau mit Lift, mit allem drum und dran. Die Balkone da vorne raus. Also funktionieren. Die Apartments sind teilweise noch an Altmieter vermietet. Wir kündigen niemals Mieter, haben wir die ganzen Jahre nicht gemacht, machen wir jetzt auch nicht. Zahlen mindestens 230, 240 Euro Miete, so um den Dreh. Ne? Und über jeden Mieter gibt es natürlich alle Unterlagen.
letztens vermietet haben, war auch eine alte Dame von dem Architekten aus Hilden, die ja. Mutter, die alt war die? 83 oder so. Ja, die wird auch nicht mehr aussehen. Also, wir werden sie auch nicht, sicherlich nicht rauslassen. Natürlich haben wir da auch jetzt ein Apartment freigekriegt. Die Möbel von Ikea sind schon gekommen, aber leider noch nicht aufgebaut. Weil, sind wir nicht dazu gekommen. Und der Ikea baut nicht mehr auf, weil sie selbst mit dem Ausliefern zu viel zu tun haben. Ja. So, wir werden die aber auch so zurecht machen, wie sie dann auch im Prospekt vorgesehen sind, sodass man die also auch mit relativ geringen Aufwand möbliert, als möblierte Apartment vermieten kann. Denn sicherlich sind also Apartments und in dieser Umschlaggeschwindigkeit ein Stück des Zeitgeistes. Die Leute werden immer mobiler und zum Arbeiten oder so. Hier von Freelancern, die aus irgendwo in der Welt herkommen. Wir haben allein jede Menge Apartments in Düsseldorf an Burwald vermietet. Da ist ein echter Bedarf da. Natürlich ist die Miete dann auch ein bisschen höher, aber das ist auch nicht das Problem. Ja? Gut, da zahlen teilweise die Firmen für und, die brauchen das. Und jetzt Handwerkerwohnungen sind teurer als hier die Apartments, die wir hier als möblierte Wohnungen anbieten. Drang zum Handeln zu unseren Immobilien. 72er Bau im Erdgeschoss war Gewerbe und nochmal zurück. Gute Vermietbarkeit, kleine Wohnungen, 25 bis 60 Quadratmeter, Dusche, Küche, Balkon, Aufzug. Wo? Direkt in Oberhausen, Sterkrade, direkt neben dem Bahnhof. Da ist auch der Busbahnhof davor, die S-Bahn. Der Bahnhof 3 Minuten, 2 Minuten zu Fuß, direkt vorm Haus. Und wir haben da auch Mieter. Die Frau arbeitet in Münster und der Mann in Köln. Die haben sich das genau dazwischen ausgesucht, sind dann natürlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut unterwegs. Die Apartments, das ist im Grunde das Kleinste. Und das ist jetzt hier mal möbliert, aber im Grunde sind sie alle so vorgesehen. Hier ein kleines Duschbad, Eingang, Garderobe. Hier die Junggesellenküche, die kann man natürlich auch optisch ein bisschen zumachen. Der Wohnbereich, Schlafbereich, hier, wie es jemand will. Und hier eben Fernseher. Da ist das nochmal beschrieben. Da auch ein Foto von innen. Nochmal möbliert eben. Laminat, Fliesen im Bad, Einbau, Küche, Sonnenbalkon. Oberhausen ist näher beschrieben, ist sicherlich nicht die herausragende Metropole neben den großen Metropolen von Essen und Düsseldorf und so weiter, aber trotzdem 230.000 Einwohner, eine ziemlich solide Stadt. Zentrum in der Mitte als Kultur, Gasometer und dann Burg Vorherden. Der Rhein-Herne-Kanal und die Anbindung hinreichend bekannt. Das nochmal aus der Luft, da sind auch die Bäume grün. 3 Minuten zum S-Bahnhof. Und hier ein Finanzierungsbeispiel, das ist allerdings noch das von Lüttich und Rumpf. Andere haben wir trotzdem auch noch da, das ist jetzt ganz frisch gekommen gestern, vorgestern, sodass wir also sicherlich da reden und die Leute können das fast nicht glauben, es ist aber eine Tatsache. Sie finanzieren ein Apartment und finanzieren dabei mit 5.780 Euro Eigenmittel die 68.000 Kaufpreis komplett und haben eine Rate von 186,43 Euro. Sie kriegen also noch Geld raus. Selbst bei dem billigst vermieteten Altmieter, wenn Sie das Apartment für 450 vermieten, haben Sie 250 Euro raus. Ja. Und das ist mit Zins und Tilgung. Ja. So, wo gibt es das, dass Sie noch Ihre Brötchen kriegen und kriegen noch Geld dazu vom Bäcker? Das ist doch mal was ganz Neues. Ha, auf Beenden klicken.
Das kriege ich gerade noch hin. Ja, das, was wir hier machen, ist eben Drang zum Handeln. Und A für Abschluss. Es hat sich bewährt, und das kann ich Ihnen wirklich sagen über die Jahre, dass Sie mit den Kunden kurz nach Düsseldorf kommen. Ich habe dann ein entsprechendes Büro, wir können die Leute empfangen, wir können mit den Leuten über die Sachen reden, die zu machen sind. Und Ihre Aufgabe besteht hauptsächlich darum, die Leute tatsächlich zu uns zu bringen. Weil wenn Sie das Vertrauen haben, dann werden Sie kaufen, wenn Sie das Vertrauen nicht haben, werden Sie nicht kaufen. Und das Vertrauen zu vermitteln, ist die Aufgabe. Und das Vertrauen wird auch übertragen, indem man den Verkäufer und die Umstände und die Einzelheiten vorstellt und auf die Unsicherheiten und auf die Fragen der Kunden entsprechend eingeht. Deshalb auch alles zu beantworten wäre Quatsch, weil dafür machen wir das Gespräch beim Eigentümer, damit er Ihnen diese Fragen beantworten kann. Wenn er kein Interesse daran hat, zu uns zu kommen, dann werden wir ihm nichts verkaufen. Das hat viele Jahre ganz klar gewährt. Ja? So, es geht immer darum, dass wir hier diese Formel AIDA, Aufmerksamkeit, Interesse, Drang zum Handeln und Abschluss, dass wir die entsprechend drin haben. Wir haben es hier auch wieder so vorgesehen, wie wir es früher bei Eigentumswohnungen zur Kapitalanlage auch immer gemacht haben. Sie können alleine mit dem Kunden zum Notar gehen. Sie machen notarielles Angebot. Das ist natürlich fertig, aber das muss für den Kunden ausgeführt werden. Sie können nicht einfach so ein Angebot zuschütteln, denn dann ist er mit dem Ding erschlagen. Ja, das ist Juristendeutsch, das ist ein Notarvertrag, den hat man noch nie gesehen, da ist eine Auflassung drin, da ist eine Zahlung drin, da ist Unterwerfung und Zwangsversteckung drin und das haut ihn einfach um. Deshalb ist es gar nicht sinnvoll, mehr zu machen als diesen Termin bei uns und dann wird entweder meine Frau, mein Doktor oder ich oder einer von uns die empfangen und wird denen sagen, so, wir unterschreiben den Vertrag, das sind die Sachen, die zu machen sind, so und so wird das abgewickelt, da muss die Finanzierungsbestätigung her, wir brauchen eine vernünftige Finanzierung, damit das Hand und Fuß hat und dann können wir zum Notar gehen. Ja, das war die Vorstellung. Es gibt reale Objekte bei uns, es gibt Berechnungen, es gibt Zinsen, es gibt Finanzierung. Das ist machbar und zwar für den durchschnittlichen Bürger. Jeder, der irgendwo einen Job hat und Geld verdient, der kann auch die Wohnung, die er sonst gemietet hat, als Eigentum haben oder in der Wohnung bleiben und sich eine andere als Kapitalanlage für die Altersversorgung kaufen. Und das ist sicherlich nicht schlecht, wenn man zur Altersversorgung einige Miete hat, die einem da mit der Rente unterstützen. Das will ich Ihnen hier darstellen und das ist das, worum es heute auch in Bezug auf die günstigen Finanzierungen geht. Denn das, was man da sehr schnell sehen kann, wenn man die Berechnungen sich anschaut, ist, dass man nicht nur eine Wohnung kauft und ein bisschen Eigenkapital einsetzt und ansonsten kommt die Finanzierung von der Bank und es bleibt sogar noch Geld übrig. Diese Chancen können Sie nutzen. Wer kann es machen? Es kann jeder machen. Es kann auch jeder unsere Immobilien verkaufen. Da müssen wir natürlich sehen, dass das entsprechende Know-how da ist. Dazu werden Sie entsprechend eingearbeitet. Dafür gibt es genügend Trainingsgründe. Aber ob Sie das nebenberuflich machen, ob Sie das in Zusammenarbeit mit uns machen oder wie Sie das machen, das spielt überhaupt keine Rolle. Melden Sie sich einfach, lassen Sie uns sehen, was für Sie da der richtige Weg ist. Wir machen das gerne und wir arbeiten auch gerne mit Leuten zusammen. Schönen Dank.